In diesem Video werde ich ein bisschen, ja, auf jeden Fall wieder werde ich ein bisschen über irgendwas erzählen. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Filmakur, es so gehen Sachen. Ich heiße Genossen Altintas und heute geht es um das Thema irgendwas erzählen. Ich weiß nicht, aber ihr werdet schon herausfinden, über was ich erzählen werde. Aber wenn ihr mal, bevor es losgeht, möchte ich euch eine Sache sagen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich meine, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, ja, ich werde wieder Schule machen. Ich werde das Video nicht beenden, sondern lange laufen lassen. Also so lange, wie ich kann. Let's go. Du brauchst keine Maske. Puh. So. Heute geht es um das Thema Unterhaltung. Dein Sohn hat ein paar schlechte Noten, Bruder. Deswegen bist du hier. Bruder, warum? Bro, weil dein Sohn ein paar schlechte Noten hat, weißt du? Aha. So. So, hören wir mal zu. Bro, dein Sohn hat in Deutsch, Mathe, Englisch und Baustellen paar schlechte Noten. Baustellen? Ja, er wollte bei einem Bagger, er hat einen Bagger gesteuert und dann hat er auch. Da hat er jemanden überfahren, deswegen hat er schlechte Note bei Baustelle. Jemanden überfahren? Ach, mein Sohn, ich weiß nicht. Ach, egal, komm, wir fahren einfach an, ich habe keine Zeit. Bitte, ja, ich habe keine Zeit. Ganz ruhig, Bro. Weil ich muss mit meinem Sohn dann sprechen, warum er schlechte Note hat. Hat dich angelogen. Wenn er dich angelogen hat, dann siehst du ändern. Mein Tee liegt hier. Möchtest du auch einen Tee, Bro? Na, Bruder, danke, ich will keinen Tee. Na gut, dann nicht. Und meine Frau hat mit unserem Sohn nochmal geredet, warum er uns angelogen hat. Er hat gesagt, ich habe in Baustelle 1 plus, wie oft noch. Naja, er hat aber keine gute Note. So, Deutsch, fangen wir an.
Ja. Eine Baustelle. Also Deutsch. Hat dein Sohn 4 Minus? Hä? Bro, Bruder, ist dein Ernst? Wieso 4 Minus hat er? Was hat der für einen Lehrer hier? Was ist das für ein Schüler, meinte ich. Mein Bruder, setz dich wieder hin. Sofort! Ah, Bruder, chill, chill. Chill mal mit dir, chill mal ein bisschen. So. 4 Minus. Gelesen. Falsch. Mathe hat der. Was soll ich sagen? Mathe hat er 5 plus. Warte, wenn ich diese Junge endlich. Ich will Kidnapper da. Ich habe meinen Sohn kidnappt. Bruder, ich will keine Entführung, verstanden? Aber ich dachte, Digga, tu mal ein bisschen, tu mal den Bass, Mann. Tu mir den Bass, Mann. Puh! Was für Zimmer der Bass, Mann? Nein, wir haben 2013 keine Pizza. Keine Pizza-Ding. So. Bruder, Digga, warum hast du keine Maske? Maske? Was für Maske? Olymp, warum? Was für Maske? Willst du mich verarschen? Olymp, willst du mich verarschen? Was für Maske? So, nochmal. Baustelle kommen wir jetzt. Da muss ich leider schon sagen, dass er 6 hat. Beziehungsweise 6 minus, leider. Hey. 6 minus, hä? Freunde, jetzt bin ich der Vater von dem Jungen, der die 3 schlechte Noten hat. Aber ich habe keine. So, mein Sohn, setz dich hin. Ja, Papa, was ist denn? Was ist denn? So, mein Sohn. Papa, ich hab doch 1 Würfel noch. Aber das war falsch. Nee. Was hier? Sofort sitzen. Deine Mutter noch mal geredet, ja? Sie ist gerade einkaufen gegangen und ich zeig dir jetzt uns. Und was? Warum hast du es angelogen? Wieso? Aber ich wusste nicht, dass ich in Deutsch 4 Minus habe, Mathe 5 Plus und Baustelle 6 Minus habe. Das wusste ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich habe 1. Ja, ich wollte dir nicht glauben. Ich war bei deinem Lehrer, ja? Und der hat mir einen Zettel geschrieben, dass du Baustelle 6 Minus hast, weil du jemanden überfallen hast. Überfallen? Ich habe doch. Wenn ich angenommen werde, hole ich wirklich Gürtel, mache so und dann schlagen. Das weißt du ganz genau. Aber ich bin doch 8 Jahre alt und warum schlägst du einen 8-Jährigen? Mein Junge, es ist mir scheißegal, was du sagst. Ich will jetzt von dir hören, warum? Warum hast du Mathe 5 plus? Erkenne, sofort! Ja, du kannst auch freundlich sagen, Papa, ja. Mein Sohn, ich warte jetzt nicht länger, ja? Erzähl mir sofort! Okay, Papa, also. Ich habe schlechte Note, weil jemand abgeschrieben hat und ich wollte. Und dann hat er mich beschuldigt. Aha, okay, und dann? Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, ich hole deinen Vater beim Elterngespräch am 27. September 2013. Hier. Und dann in Klasse 2C und so weiter. Ja?
Und warum hast du dort 4 Minus? Weil ich dort nicht so gut gelernt habe. Ha, jetzt habe ich es gemacht, ne? Und warum hast du Baustelle 6 Minus? Weil ich mit dem Bagger eine Person überfahren habe und Schlägerei hatte. Schlägerei? Mein Sohn, ich... Weißt du, was das jetzt heißt? Das wirst du sehen. Rein. So, Papa, du hast ja nicht etwa einen Gürtel geholt. Doch, habe ich. Wegen dem Baustelle und wegen Mathe und wegen Deutsch. Wegen die drei. Und sogar plus Schlägerei. Dein Lehrer hat mir auch gesagt, dass du Schlägerei geliefert hast. Warum? Er wollte sich mit mir anlegen, dieser Hurensohn. Aha. Er wollte sich mit dir anlegen, hm? Na was? Wenn deine Mutter herausfindet, da kriegst du Ärger, ne? Oh, ist jetzt schon herausgefunden. Wem interessiert jetzt? Hä? Wem interessiert es? Ich dachte, das juckt dich nicht. Ja, es interessiert mich nicht. Es interessiert keinen ausländischen Eltern. Au. Aha. Ich hab dich gewarnt, ne? Schatz, stopp. Was ist los mit dir? Diese Junge hat Schlägerei geliefert an der Baustelle. Was? Schlägerei an der Baustelle geliefert, hä? Oh, Papa, hast du dich einfach mit dir erzählt? Sus! Aufstehen! Aufstehen! Oh, kannst du diesen Trick? Ich kann dir diesen Trick zeigen. Also, so. Sechsmal machst du dann. Oder einmal. Dreimal. Und dann. Wow. Das machst du nicht nach, oder? Gut. Warum schaust du in die Kamera rein? Was, deine Fresse, was geht dich das denn an? Hä? Was geht dich das denn an? Mich geht das nichts an. Also. Du kriegst auch den Glück. Ich habe euch angelogen. Bitte, ich habe in der Schule morgen oder Montag wieder eine gute Note versprochen.
Es juckt, in wem juckt's? Ja, das hast du jetzt davon, wenn du schlechte Note hast. Und ich werde deine Versprechen ablehnen. Wieso? Du hast bestimmt wieder im Baustelle wieder sechs schreiben. Sechs haben, das weiß ich jetzt schon. Aber ich nehme die nur einmal an, ja? Ach, Mama, du bist und so weit, wenn du noch einmal Baustelle 6 hast, dann werde ich die nächsten Versprechen ablehnen. Nicht mehr annehmen. Annehmen. Verstanden? Ja. Sehr gut, Sir. Sehr gut. Was hat der Bruder wieder angestellt? Mein Bruder war doch nicht ist doch nicht bei mir in der Schule. Stimmt, ja. So. Und ich wurde zu. Mein Sohn, was hast du schon wieder angestellt, hä? Papa, ich kann es dir doch erklären. Warf denn noch? Ruhe jetzt! So. So. So, Emir hat in Deutsch eine 6, weil er wirklich schlecht aufgepasst hat. Deutsch 6, ne? Ja, es tut mir leid, dass ihr Sohn ja schlechte Note hat, aber ja, und so weiter. Und beim ersten Arbeitstag bei Baustelle ist dann durchgefahren, hat 6 plus. Vater, Papa, ich kann es dir erklären. Zu Hause kannst du mir erklären. In Mathe hat der eine 3 minus, also ja, mittelgut. Oh, du hast 3 minus, das ist aber mittelgut. Bei Englisch eine 1 plus, also wirklich sehr, sehr gut aufgepasst. Du kriegst trotzdem Ärger wegen Durch- und Baustelle. Hast du mich verstanden? Ja, sehr gut. So, hast du mir irgendwas zu sagen? Papa, guck. Ich wollte nicht dem durchfallen. Wieso bist du durchgefallen? Überleg sofort. Warum stehe ich so auf? Sitze sofort! Hier macht mich niemand böse, ja? Oh, Papa, guck. Du hast auch mal schlechte Note gehabt, hast du mir erzählt, wo ich 3 war. Ja, und? Und was jetzt? Ja, Papa.
aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann es dir wirklich, aber jetzt wirklich, richtig, ich kann dir doch wirklich alles erklären, alles. Brauchst du jetzt nicht. Ich dachte, ich kann dir zu Hause erklären, warum ich durchgefallen bin. Aber ich habe gesagt, nein, okay? Du bist sowieso ein richtiger Penner, weißt du? Wenn du auch einmal mich Penner nennst, Wallace gibt Schläge, okay? Oder? Warte mal, kann ein Penner dämmen? Ist ein Penner und Jackson, kann man mehr? Niemand macht mich hier böse! Aber wenn du schimpfst, dann guckst du nicht böse, ne? Was? Mein Blick ist so, okay? Mein Gott, kann ich mal sein? Papa, kannst du jetzt mal endlich ruhig sein? Ich bleib nicht ruhig, du Penis, okay? Warte mal, kann mein Penis damage? Warte mal, Faust runter, sonst. Warte. Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Du hast nochmal Glück gehabt. Jetzt bleibst du hier sitzen. Mit mir. Oder wir gehen zur Schule und sagen, du wirst nachsitzen. Nein, ich will nicht nachsitzen. Der Lehrerin hat gesagt, er soll schön nachsitzen. Die Baustelle wiederholen. Baustelle wiederholen? Aber wieso? Wieso willst du jetzt wiederholen? Hä? Ich wünsche, ich hätte der deutsche Vater, der nicht so wie du ist. Du Pisser. Hämmer Pisser, Dämme? Weißt du, ne Pisser, Dämme! Papa, ich hasse dich so. Ja, ist mir doch egal, hasse mich doch. Ach, aber du kannst mir ruhig sagen, ich mag dich nicht. Aber du beleidigst mich nicht als Penner oder Pisser oder so. Du bist ja sowieso ein richtiger Arschloch und Horizont. Weißt du das eigentlich? Okay, ich. Wenn ich noch einmal Horizont höre, dann bist du selber, okay? So, pack deine Sachen. Und ab zur Baustelle mit dir! Sofort! Nein, ich gehe jetzt nicht zur Baustelle. Du gehst jetzt sofort zur Baustelle. Du kommst jetzt mit mir. Sofort! Okay, jetzt reicht's. Ah! Ja, ich hab dir immer gesagt, du hörst mir nicht zu. Deswegen noch eine. Warte. Was? Noch eine Schläge? Sag nochmal, ich geh nicht mit oder gehst du jetzt mit oder gehst du nicht mit? Nein, ich geh nicht mit. Ich bleibe zu Hause und ich bin altig. Au! Und? Du hast jetzt zwei Monate PlayStation-Verbot. Ist das klar? Was? Na gut, da geh ich eben mit. Emil, Halli! Anziehen und dann mit Papa mitgehen. Sofort! Sehr gut, sehr gut. Also, was ist das für ein Sohn, Alter? Ich wünschte, er würde entführt. Also, wofür haben wir dich geboren? Wofür? Ja, damit ich in der Schule besser bin? Ja! Und du bist einfach schlecht, ne? Du hast gerade in der Schule angefangen, gerade eben. Mein Gott, kann ich wahr sein, Mann? Meinst du, wenn ich noch einmal Nein höre, dann kriegst du 2005 zwei Jahre PlayStation Verbot. Bis 2015, hast du mich verstanden? Dein Ernst? Mhm. Ja? Ja, genau. Papa hat recht. Wenn du in der Schule noch einmal schlecht bist, dann kriegst du bis 2015 PlayStation Verbot. Also, du darfst nicht mehr dein PlayStation 4 sehen. Die bleibt in deinem Zimmer, aber wenn wir dich beim Spielen erwischen, während du verbuddelst,
dann darfst du nie wieder, dann hast du für immer und ewig Verbot. Hast du mich verstanden? Lebenslang? Mhm. Bis du ausziehst, da kannst du dir persischen Fuf kaufen, wenn du willst. Wohl, es gibt doch keinen persischen Fuf. Vielleicht kommt es 2020 oder so. Papa, es dauert erst 7 Jahre. Aufsteh jetzt! Mach mich in die Böse, ja? Aufsteh jetzt! So, hast du mal irgendwas zu sagen? Ja, Papa, ich hab dir was zu sagen. Okay, los! Papa, es tut mir leid, dass ich angerufen habe. Ich dachte, ich hab euch versprochen, gute Note zu schreiben dieses Jahr, aber ich hab gesagt, ich hab leider in Deutsch 6 und in Mathe 6 minus und Baustelle 5. Wie kann man so dumm sein? Wie? Ja, wo soll ich das wissen? Bin ich? Ihr redet immer noch, ne? Bin ich einmal nur schlecht losgesehen? Kannst du noch mehr Ärger? Hast du mich verdammt? Mein Gott! Kein Scheiße, Mann! Mein Gott! Guck mal deine Lehrer an, du hast sie richtig sauer gemacht! Mein Gott! Papa, du bist immer noch ein Hurensohn. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's! So will ich sagen! Mein Gott! Jetzt kriegst du noch mal Schläge wegen schlechten Noten. Und wegen Anlügen. Es reicht jetzt, du hast mein Gesicht schon verletzt. Ruhe jetzt, hinter sein dann! Ihr macht mich alle böse hier! Es reicht! Ich habe gesagt, dass du hier schlechte Noten kriegst! Ich habe es satt! Ich habe es richtig satt! Keiner mit dir mehr! Von mir kriegst du 6! Tschüss! Du bist doch ein Hurensohn. Warte mal, hör mal, Hurensohn, Dämme.
will jetzt nichts mehr hören. Verstanden? Jetzt! Wenn ich schon einmal ein Aber, da kriegst du noch mehr Ärger. Noch mehr Schläge. Aber. Komm her! Wenn du mich stechen lässt, dann mach doch, juck mich nicht. Aha, du sterben also, ha? Ja? Sterben? Stirb ich dann? Keine Ahnung, dann bist du ins Krankenhaus gebracht. Augenblick, du bist gar. Du bist ein Mörder! Ich hab dich geprägt, du Penis. Penis. Raus aus meinem Haus, sofort! Was hast du mit meinem anderen getan? Dein Mann habe ich entführt. Mein Vater ist nie so schnell aggressiv, wenn er schlechte Note sieht. Er wird nur aggressiv, wenn er schlechte Note sieht oder wenn ich ihn anlüge oder so. Aber der ist immer nett. Das ist mein Sohn, Ruhe. Und du, deine Fresse! Ich glaube, er wird dir nur Angst machen. Ich krieg sowieso Note 6. Ah, ich krieg Note 6, alles klar. Ich krieg Note 6, ne? Du Hurensohn, raus aus meinem Haus, habe ich gesagt. Wie nennst du mich hier, Hurensohn? Na, warte. Immer noch schlechte Note kriegst, dann stirbst du bestimmt.
So. Wenn du schon immer höre, dann bist du ein richtiger Tu. Dann bist du, das stirbt. Wenn noch einmal ich Hurensohn nennst, dann stirbst du! Hurensohn. Nee, oh, ich Scheiße, okay, ich wollte nicht sagen. Oh yeah. Du bist nicht anders, ja? Ja, ich will nicht anders. Ja, du bist also nicht anders, ja? Haha. Ah, zu leicht. Aber jetzt. Ja. Reicht jetzt mit deinem Hurensohn, ja? So, du bist also verprügelt werden, ne? Oh Scheiße, warte. Diese zwei Kopfhörer von dir kann ich besser schlagen. So, ich möchte das mit mehr Prügelei, okay. Ich sag jetzt einfach ja. Kennst du nicht einen Trick? Ich wollte also eine Computermaus geprügelt werden mit denen, okay? Aber ihr dürft, ihr könnt, du kannst nicht, du entkommst mir, ihr entkommt mir nicht. Ich glaube, ich meine ein bisschen anders, ja. Komm her! Ah, da.
Was willst du jetzt von mir? Was willst du jetzt? Freunde, ich beende das Video. Abonniert jetzt diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde sagen, tschüss.